Willkommen zurück zu Warframe. Wieder mal nur mit Megakrittel. Und ja, zum nächsten Part der Quest. Und diesmal müssen wir den Golem besiegen. Letztes Mal habe ich dass ich die Blaupause nicht hatte, war ganz einfach ein Bug. Da muss man einfach ausloggen und wieder einloggen, dann taucht die Blaupause auch auf. Und ich habe jetzt einfach mal auf öffentlich gestellt, weil ich jetzt nicht weiß, wie schwer der Boss wird. Und die Zahlen bei den Gegnern sind logischerweise nicht die Lebenspunkte. It knows you are here. I can feel it wake. Find it. Das sind logischerweise nicht die Lebenspunkte, sondern die das Level von den Gegnern. Das stand ja früher auch schon da. Keine Ahnung, wieso ich da nicht drauf gekommen bin. The Furliac parts. Is that it? I really thought you would have more. Have you been using them? What? No. A few, but you said. That is not enough for him. You are just like all the others. You won't kill the golem. I don't want you to. Dordis, calm yourself. Cephalon to Cephalon, we are here to help. Ich hab die falsche Waffe dabei, fällt mir gerade auf. Weil ich vorhin noch was an der geschaut habe und dann habe ich vergessen, wieder Amplex auszunutzen. Naja. Wird schon irgendwie funktionieren, hoffe ich. Bei Bossen kämpfe ich meistens sowieso nicht mit Amplex, weil Amplex ist nicht unbedingt so gut gegen einzelne Gegner. Und das andere, was mir aufgefallen ist, vielleicht hätte ich das hergestellte Item auch mitnehmen sollen. So als Idee. Aber egal. I see what you're doing. You came for the parts, just like the others. Greedy scavengers. You do not care about Georges. I am beginning to have a terrible feeling. Some doubts about this mission. Ah, ja. What have I got you into? Feel that? The golem. He's coming. Get into position. Der Gollum. Was ist da jetzt? Okay. Wonderful early act. Kann der mal was machen, dass ich den angreifen kann? Bin ich jetzt nett. Jordas! Ach, kriegt Schaden. Okay. Mach ich einfach weiter damit. Auch wenn's. Wo muss ich den hinten angreifen? Ich. Ah, jetzt auf einmal. Dich auf. Dich auf. Das ist jetzt irgendwie blöd. Oh, das macht er alles falsch. Und jetzt hat er wieder Schuld. Mit dieser Gottesnutzung. Aua. Danke fürs Wegschubsen. Hätte ich endlich mal. Oh. I used to be such a nice Cephalon. I regret to inform you, this is just the beginning. Hard failing. To hell with Precept 44. Get out of there. Oh. Prepare for Arkwin, so you can obliterate this thing. Ich mag kein Arkwin, aber ich habe eigentlich gewusst, dass es darauf hinauslaufen wird.
das Rot und Böse. Und ich bin allein. Keine Ahnung, was ich tun soll. Lost Liquor Thieves. Okay, das sieht aus, als würde es Schaden machen. Muss ich irgendwo drauf schießen? Das ist auf jeden Fall schon mal groß. Das kriegt keinen Schaden. Und ich bin tot. What the fuck, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich hab einfach nur Schaden. Wo sind seine Triebwerke, wenn ich fragen dürfte? Das sind die Dinger. Ich weiß nicht mal, wo gerade der Typ vorne und hinten ist. Also irgendwie mache ich keinen Schaden. Operator, you are leaving the battle. If you continue any further, I will be forced to extract you, and this mission will be a failure. Ja, oh, das ja. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin. It's engines. Shoot out the engines. Ja, die Engines. Wo sind denn die Engines? Wird doch diese leuchtenden Dinger normalerweise, oder? Ich bin schon wieder gleich drin. Also irgendwie verstehe ich den Boss so überhaupt nicht. Los, meine komischen Minions, macht den kaputt. Ich will jetzt irgendwie auch nicht alle meine Wiederbelebung verschwenden, wenn ich nicht mal weiß, was ich überhaupt machen muss. Ich versuche jetzt noch einmal. It's engines. Shoot out the engines. Wo sind die Engines, Orde? Sag mir das doch mal. Die Waffe ist allerdings auch ziemlich kacke, ich hasse die eigentlich. Ich will die bloß leveln. Das ist nur nicht die. Überall steht 0. Sehe ich doch richtig, oder? Ich kann ihm keinen Schaden machen. Ja, nee, das hat überhaupt keinen Sinn. Ich mach keinen. Ich kann ihm keinen einzigen Punkt Schaden machen. Ich würde sagen. Ja, Nachricht. Bis zum nächsten Part. Ich versuche mal rauszufinden, wie man dem überhaupt irgendwie Schaden machen kann. Und ciao.